Hallo, liebe Löwen, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer Liebeslegung für euch, nur speziell als Löwen. Ja, und die soll für den Frühling, also einen längeren Zeitraum jetzt in diesem Jahr, gelten. Natürlich, wann immer ihr auf eine Legung stoßt, dann hat das ja einfach auch seine Bewandtnis und dann möchte die Botschaft zu euch. Wir schauen jetzt hier erst einmal für Löwe eben im Frühling 22 auf die Liebe. Ja, ich möchte ein neues Format eben starten. Einmal nur speziell auf die Liebe schauen, dann in der fortsetzenden Legung eben auch mit dem großen Lenormand-Blatt. Ja, seid herzlich eingeladen dazu, die Legung in Anspruch zu nehmen, die fortsetzende Legung über den Link in der Infobox. Ja, und wir schauen einfach mal, was sich da zeigt und wie das so, ja, sich bewähren wird. Ja, gebt mir da auch gerne Rückmeldung, wie euch das wohltut, wie euch das unterstützt. Das interessiert mich natürlich sehr. Aber ich hatte einfach den Eindruck, ja, dass es vielleicht einmal dran ist, so etwas durchzuführen, ja, für euch alle zu initiieren. Habt vielen Dank für all euer Vertrauen, ja, eure Wertschätzung auch über, ja, die Abos, Likes, das Teilen der Videos, auch das Wertschätzungskonto. Ja, da habt vielen Dank, da freue ich mich sehr. Vielen Dank für euer Vertrauen, dass ich euch begleiten darf, dass ihr, ja, mit mir zusammen in die Energien hineinschauen wollt. Ich hoffe, es ist euch immer eine gute Unterstützung. Ja, die Legung jetzt könnt ihr vor allen Dingen für euch nehmen, wenn ihr Sonne, Mond, Venus, Aszendent im Löwen habt. Natürlich auch sonst bei Interesse, aber wenn ihr in einem der Sternzeichen in einem der Aspekte ein anderes Sternzeichen habt, da schaut auch gerne noch in die Legungen hinein. Vielleicht ergeben sich da eben Ergänzungen, Interpretationen, noch einmal Neues. Ja, und schaut natürlich einfach auch später vielleicht noch einmal hinein in die Legung. Denn es ist ja für einen längeren Zeitraum. Hier kann sich schon etwas eben in Gang gesetzt haben, ja, und abzeichnen. Aber es kann auch eben ja später erst alles einsetzen. Zeit ist fließend, wie ihr wisst, ja. Und schaut einfach, wie ihr damit in Resonanz seid. Ja, Impulse gibt es, denke ich, immer. Aber ja, ihr müsst euch nicht verbiegen, ihr müsst die Legung nicht verbiegen. Nehmt es einfach für euch in Anspruch, wenn es euch wohl tut. Ja. Und ansonsten für die persönlichen Einblicke in die Liebe oder Beruf oder wie auch immer, ja, könnt ihr eben auch die Angebote zu persönlichen Legungen in Anspruch nehmen. Die sind auch in der Infobox angezeigt und verlinkt. Ja, dann lasst uns starten und schauen, was ich hier zeigen möchte für die Löwen im Frühling 22. Und wir schauen zunächst hinein mit Impulsen aus dem Lenormand und dann auch, ja, klärend noch einmal oder verfeinernd mit dem Tarot. Ja, gebt noch einmal eure Energie hinein. Und dann ziehen wir die drei Impulse. An der Unterseite des Kartendecks wird sich eure Lernaufgabe zeigen. Ja, was ist für euch wichtige Lernaufgabe, Herausforderung jetzt im Frühling? Der Fuchs. Interessant. Steht ihr euch vielleicht selbst im Weg mit Selbstsabotage? Haltet ihr euch auf die Liebe zuzugehen, euch einzulassen? Ja, ne? Euch vielleicht mit euch selbst auseinanderzusetzen, was euch auch immer wieder daran hindert, ja, in Verbindungen, in Beziehungen voranzukommen oder überhaupt in Beziehung zu kommen, ja. Was darf sich da vielleicht auch noch angeschaut werden, ne, an Themen aus der Vergangenheit, die euch vielleicht einfach auch verletzt haben, sehr viel Misstrauen gestiftet haben, ja. Es kann natürlich auch Lug und Trug sein, ja, in Beziehungen, ja, dass ihr betrogen werdet, dass ihr selber auch einfach betrügt. Es können Ungewissheiten sein, ja, Misstrauen eben, das Thema Misstrauen in der Beziehung, die mir besonders auch angeschaut werden wollen, ja. Ja,
Und es kann sein, ne, einfach auch der Tipp, mit mehr Raffinesse und cleverer, schlauer, ja, da einfach auch vielleicht an Herausforderungen ranzugehen in der Beziehung. Ja, schauen wir mal, was sich da noch genau zeigt. Ja, hier haben wir im ersten den Reiter. Ja, geh die Sache an. Geh die Liebe an. Ja, mach dich auf den Weg, lass dich herausfordern. Zeig jemanden, den du vielleicht auch schon im Sinn hast oder dem du begegnest, deine Liebe. Halt dich dann nicht zurück, ja. Aber ne, schau dir einfach auch an, was dich vielleicht zurückhalten könnte. Ja, geh aber deinen Weg, ja. Du darfst hier in Aktivität kommen. Ja, der Frühling bricht an, ja, mit ganzer Kraft. Und ja, das lockt vielleicht einfach auch dich heraus. Ne? Vielleicht kommt da auch jemand auf dich zu. Ne? Gerade hier Anfang des Frühlings, dadurch, dass du vielleicht selber hinausgehst, dass wir für uns alle einfach auch mehr Freiheiten wieder haben, Lockerungen. Ja, und das macht natürlich einfach auch Lust. Vielleicht ist es auch ein jüngerer Mensch, der hier auf dich zukommt, jünger als du selber. Vielleicht bist du sehr viel jünger als dein Gegenüber, auf das du zugehst. Aber ne, das Aktivwerden, das Vorangehen, das ist hier wesentlich. Schauen wir noch, welche Impulse das Tarot dazu gibt. Bitte noch einen zweiten. Hier haben wir zum einen die zwei Münzen und dann weiterhin die Gerechtigkeit und den Tod. Das ist starke Energie, ja. Sehr starke Energie, denn ne, hier haben wir zwei große Arkana, die wirklich sehr bedeutend sind, die sehr beieinander liegen. Ja, und hier geht es darum, ne, aus ja, dem Abwägen herauszukommen, ja, aus dem Misstrauen vielleicht tatsächlich auch. Ne? Ja, wage ich mich jetzt vor, wage ich mich jetzt auf ein konkretes Gegenüber zu oder überhaupt wage ich mich wieder an die Liebe heran? Ja, ist für Liebe für mich überhaupt noch ein Thema? Passt das jetzt gerade hinein oder habe ich nicht dann zu viel einfach auch zu handeln, unter einen Hut zu bringen? Ja, ne, du bist da sehr bewegt, emotional sehr bewegt. Das Thema ist dir schon auch wichtig, ne? Du versuchst es, ja. Ja, du versuchst es unter die Füße zu bringen, ja. Aber ja, fasse einfach auch den Mut, ne? Fasse einfach auch den Mut voranzugehen. Da möchte etwas für dich in den Ausgleich kommen, in den gerechten Ausgleich. Ja, und in Veränderung, in wertvolle Veränderung. Ne? Da darfst du eine Phase einfach auch hinter dir lassen im Leben, die ja einfach nicht mehr lebensdienlich ist, die dir nicht mehr wohltut. Ne? Da darfst du auch das zurücklassen, was ja dich vielleicht belastet hat, ne? Was nicht mehr wichtig, nicht mehr wesentlich ist, nicht mehr lebenswert. Darfst ein neues Kapitel aufschlagen, eine neue Phase angehen. Ja, kommst hier vielleicht selber einfach auch wieder besser in Balance, ja, vielleicht eben auch indem du deine Werte ganz konkret machst. Denn zwischen der Gerechtigkeit und dem Tod ist ja die 12. große Arkana, der Hängende, der Gehängte. Und der schaut sich ja genau an. Ja, was ihm noch lieb und wert ist, was ihm auch wichtig ist in einer Beziehung. Ne?
Ja, schaust du dir vielleicht in einer bestehenden Beziehung auch an, ja, was dir wichtig und wert ist und kommst da in Veränderungen hinein durch deine, ja, du wirst selber auch aktiv, ja, arbeitest an der Veränderung mit, bist da auch sehr geschützt und gesegnet, ja, und das, was an Veränderungen passiert, an gerechtem Ausgleich, an Balance, das ist Herzensentscheidung, ja. Das ist vom Herzen bestimmt. Ne? Von der Liebe. Nicht nur vom Verstand, ja, nicht nur vom Gefühl, ja, sondern wirklich aus vollstem Herzen. Ja. Denn beim Hängenden, der hier dazwischen ist, da ist Herz über Kopf, ja, hat der Verstand einfach mal nur auf das Herz zu hören und dementsprechend seine Entscheidungen zu treffen und ja, dementsprechend einfach auch in Veränderung zu gehen. Hier passiert jedenfalls wirklich sehr Großes für dich, ja. Ja, vielleicht. Na, wartest du auch schon lange darauf, dass sich in der Liebe etwas verändert? Wartest vielleicht einfach auch schon lange auf einen passenden Partner, Partnerin? Ja. Ja, es hängt mit deinem eigenen Veränderungsprozess einfach auch zusammen. Ja. Ja, vielleicht auch deine eigenen Wankelmütigkeit, ne, hinsichtlich deiner selbst, ja. Wage ich mich jetzt wieder heraus oder eben nicht? Ja, die zwei Münzen, ne, die sagen einfach auch, ne, schau einfach, was dir wichtiger ist, was du höher halten willst. Ja? Schau dir das Gefälle an. Ja? Der Hängende dazwischen, der muss sich auch das Gefälle anschauen, ja, von dem, was ihm lieb und wert ist, ne, für ein Vorankommen, fürs Weitergehen. Ja. Auch die Gerechtigkeit, ne, die schaut sich auch das Gefälle an. Ja. Ja, und da möchte vielleicht einfach die göttliche geistige Welt einfach auch nicht länger zuschauen möchte, eben Balance in dein Leben hineinbringen, ja, in deine Entwicklung entsprechend dessen, was im Vorlauf gewesen ist, ja. Ja, hast du viele Entbehrungen da einfach auch gehabt und einfach auch sehr lange gewartet. Ja, dann kommt für dich jetzt hier eine andere Zeit. Da kommt für dich eine Wende hinein. Ja, du erntest das, was du säst. Ja, und was du hier erntest, das wird lebenswert sein. Ja, da kommt neuer Lebensschwung hinein, neue Lebensfreude, neue Energie, Optimismus. Ja, hier geht's auf Richtung Sonne, ne? Glück, Lebenskraft, Lebensfreude. Ja, und du darfst loslassen, ne? Du darfst einfach auch das loslassen, was dir vielleicht Verletzungen eingetragen hat. Ja, dich lang genug beschnitten hat, ne? Ja, kommt da einfach auch ein Stück weit wieder in Leichtigkeit. Ne? Sowohl die zwei der Münzen sprechen hier so ein Stück weit von Leichtigkeit, ja, Spielerischkeit, als auch der Reiter. Ne? Ja, geh mit Leichtigkeit einfach auch hinaus und an die Thematik heran, auf Menschen zu. Ja, wenn Menschen auf dich, ein Gegenüber auf dich zukommt, ja, geht da genauso einfach auch mit Leichtigkeit heran. Mit Verspieltheit vielleicht ein wenig auch, ja. Lass die Wellen nicht so hoch schlagen, ja, sondern na, schau einfach erst einmal, ja. Du bist hier auch zu nichts gezwungen, aber hier kann ein wunderbarer, ja, Verwandlungs- und belebender Prozess in Gang kommen für dich, ne? Ja, was haben wir weiter hier? Der Schlüssel, ja, wundervoll. Da kommt etwas in Sicherheit, in, ja, auch in Öffnung. Du öffnest dich selber wieder, ja. Ihr öffnet euch da vielleicht füreinander. Du bist aufgeschlossen, ne? Aufgeschlossen für das, was kommt, was ich hier an Veränderungen zeigen möchte, an Lebensfreude und Lebenskraft und Optimismus.
Ja, hast da vielleicht einfach auch wichtige Schlüsselerlebnisse, ja, Schlüsselmomente, Schlüsselgedanken, die dich hier voranbringen in deiner Lernaufgabe, ja, wieder stärker auch ins Vertrauen zu finden, eben in die Öffnung, in die Herzöffnung. Ja, da schau einfach. Ne? Nimm das genau wahr, nimm einfach auch die Zeichen wahr und diese Momente, die ja dir wichtige Lösungsmöglichkeiten auch bieten können für dein Vorankommen, ja. Ja, auch für deine Heilung, deine Genesung. Nachfolgend ist ja die Mäßigkeit, ja, da möchte etwas in dir einfach auch dann zur Heilung kommen, ja, in Ausgewogenheit. Ja. Eben wieder auch neue Belebung. Ne? Was bekommen wir hier noch an Impulsen? Das ist doch wirklich sehr interessant. Ne? Und er ist so herausgefallen. Ich nehme ihn jetzt auch so. Ne? Wir haben den Hängenden gerade angesprochen hier als die große Arkana zwischen Gerechtigkeit und Tod. Ja, und hier kommt er jetzt ganz offensichtlich umgedreht heraus und beim Hängenden ist das gar nicht so schlecht, ja, weil da kommt etwas aus der Stagnation einfach auch heraus, ja. Da passiert Lösung, ja. Du selbst bist einfach auch losgelöster, ja, durch das, was dir hier einfach auch an ja, Optimismus und Stärkung an Veränderung passiert und kommst hier endlich auch in deinem Prozess voran, ja, hast selbst einfach vielleicht auch schon genug geschaut, ja, womit du dich selbst aufhältst, ja, was dir lieb und wert ist, ja, was für dich eben auch gar nicht mehr geht, ne? Irgendwie Lügerei, Betrügerei, Heimlichtuerei, ne? Hinterhältigkeit, ja, und diese Aufschlüsse, die bringen dich einfach auch voran, ja? Machen voreinander aufgeschlossen. Was haben wir hier noch? Die Welt. Wunderbar. Das ist interessant, ne? Die 12 und die 21. Ja. Da kommt ein wieder zwei große Arkane. Also ihr habt eine sehr starke Energie. Ne? Für euch passiert da anscheinend wirklich sehr, sehr vieles Starkes, ja, auch weitreichendes eben. Ja, hier kannst du einen Zyklus hinter dir lassen. Ne? Einen, ja, vielleicht sehr langen, vielleicht auch nicht ganz so langen Entwicklungsprozess, ja. Kannst ein neues Kapitel stoppen, ja. Da hast du auch erfolgreich eben einen alten Prozess abgeschlossen. Ja, das zeigt dir der umgedrehte Hängende auch schon an, ja. Ja, hängst nicht mehr fest, gehst weiter, ne? Und ja, zeigst dich vielleicht einfach auch jemanden so, wie du bist. Ja, die Welt ist hier, also die Dame hier auf der Welt, die ist eigentlich nackt oder kaum, ne? Bekleidet. Ja, sie zeigt sich einfach auch so, wie sie ist, ja. Hat sicherlich so auch ihre Intimitäten, ja, und dadurch manches einfach auch verdeckt, aber ne, sie geht mit dem, was ihr wichtig und wert ist, was sie einfach auch zeigen möchte, sehr bewusst voran. Ne? Ja, und ist da einfach auch sehr gesegnet, geschützt, sehr gut gerüstet, ausgestattet. Ja, wir haben hier alle vier Elemente mit abgebildet, die ja dadurch, dass sie eben wirklich in der Symbolik der vier Evangelien der Bibel im Neuen Testament dargestellt sind. Ja, wird hier der göttliche Schutz einfach auch symbolisiert, ja, und alle Chancen, die zur Verfügung stehen, ne? Einfach, ja, die Weisheit, ja, vielleicht auch einfach auch Klugheit, Cleverness, aber eben auch die Liebe, die Stabilität, das Lebenswissen, ja, die Leidenschaft, Liebe zum Leben,
damit geht es hier voran und da geht es richtig los und kommst du hier auch in wunderbare Sicherheit. Ja, schließt dir ein neues Kapitel auf. Ne? Ja, interessant. Was haben wir hier weiter in der dritten, ja, Klasse? Die Blumen, die sprechen ja eben wirklich auch von Aufblühen, von Lebensfreude, von ja auch Selbstwert, ja. Ein wenig warnen sie vielleicht einfach auch vor Überheblichkeit, ja, oder vor Übereifrigkeit, ja, aber eben auch Lebensfreude und Erblühen und ja, hier kommst du wunderbar vielleicht in einen Heilungsprozess, ne, hinsichtlich deines Selbstwertes, deiner Selbstzweifel, Zweifel an der Liebe. Möglicherweise spielen hier tatsächlich einfach auch Wertschätzungen vom Gegenüber eine Rolle oder grundsätzlich das sich treffen und ja, austauschen, ja, auch beschenken und beschenkt werden. Ja. Schauen wir noch ins Tarot, was uns an im Info dazu gegeben wird. Oh. Nee, sorry, das ist mir diesmal zu viel. Und gleich 4. Bitte 2 Impulse. Danke. Ja. Ja, das ist interessant. Zum einen die 10 Stäbe und zum anderen das Ass der Schwerter. Ja, die 10 Stäbe, ne, die sagen eben auch, hier ist ein Zyklus zu Ende. Und zwar ja, der Belastungen. Ja, hier hast du genügend aufgeladen. Ne? Solltest schauen, ne, dass du da einfach auch den Durchblick gewinnst und ja, deine Energie bündelst und das, was dir Ballast ist, lass es los, lass es hinter dir. Bündle du deine Energie, um klar voranzugehen, in Klarheit, in Wahrheit, ja, auch mit klarer Entschiedenheit. Ne? Triff eine klare Entscheidung. Ja, vielleicht kommt hier tatsächlich auch ein Antrag, wirst du beschenkt, ne, mit ja, einem Antrag, zumindest einem Beziehungsantrag. Ja, du weißt hier ganz klar und deutlich dann auch, wo du hin willst, ja, was du nicht mehr willst, was du hinter dir lassen willst, was, worin du dich entfalten möchtest in einer Beziehung, in welcher Art und Weise, ja, mit welcher Leidenschaft, ja, mit welchem Interesse einfach auch am Leben, an Entwicklung miteinander, ja, ne? Und da lässt du dich, ja, einfach auch inspirieren, ne? Das Ass der Schwerter, ne, die Klarheit und Wahrheit und Entschiedenheit, die wird ja mindestens von Gott gereicht, ja. Von der göttlichen Welt, ja. Sagt hier vielleicht einfach auch, ja, vielleicht auch dadurch, dass jemand dir gegenüber klar ist, ja. Und dich sehr wertschätzend behandelt, ne. Kommt für dich hier wirklich einfach auch Klarheit rein. Ne? Ja. Und darfst du dich herauslocken lassen, ja? Dich, ja, deine Hürden einfach auch überwinden, mit denen du dich selber aufhältst. Ja. Was haben wir hier noch an der Unterseite des Kartendecks? Den Wagen. Ja. Es geht voran. Ja, vielleicht spielt für euch im Miteinander auch eine Reise eine Rolle oder für dich jetzt. Vielleicht lernst du auf einer Reise jemanden kennen. Vielleicht ziehst du auch um. Ja, jedenfalls, ne, deine Lebensreise kommt hier wirklich stark voran. Lässt du so manches hinter dir, ja? Das, was dich vielleicht begrenzt hat, vielleicht auch belastet hat. Ne, die Enge der Stadt. Ne. Ja, ne, die bisherigen Erfahrungen, ja, auch die bisherigen Empfindungen, verletzten Gefühle vielleicht auch, lässt du hinter dir. Hier unten haben wir im Tal einen Fluss. Ja,
der ist überwunden. Ja, also der reißende Fluss der Gefühle, der ist einfach überwunden. Da spült dich nichts mehr weg. Da hast du sicheren Boden unter den Füßen. Bist hier auch schon sozusagen den Berg hinaufgekommen. Ja, man sieht es hier regelrecht, ein Abhang. Er steht hier auf einem Berg. Ja, und nun ist es an der Zeit, dass du ganz bewusst auch entscheidest, wo es hingehen soll. Ja, du hast die Möglichkeit hier, ne? Hell und dunkle Seite. Ja, es kommt auf deine Absicht an, in welche Richtung sich die Thematik Liebe oder dann auch eine konkrete Beziehung, ja, vielleicht auch eine Beziehung, die du, in der du schon bist, ne? Hin entwickeln soll. Der Wagenlenker, der hat auch hier, wie bei den meisten Tarotdecks, keine Zügel. Ne? Es muss ihm also wirklich bewusst sein und er muss auch das immer gut abwägen, ne? Was, in welcher Art und Weise er jetzt sich einsetzt und seinen Wagen lenkt. Ne? Hier sozusagen das Kommando für die Richtung vorgibt. Ne? Ja, also konkret gesagt, ist jetzt nur eigenes Interesse, was in einer Beziehung eine Rolle spielen soll? Ist es nur das sich hingeben und gar nicht mehr auf sich selber achten? Oder ja, bei der lichten Seite sehe ich dann eher, ne, dieses Miteinander auch gehen wollen, die lichten Absichten. Ja. Das Kommunizieren miteinander, was dann eben vorwärts bringt tatsächlich, ne? Ja, und ne, das, man muss sich eben da im Vorwärtskommen eben auch, um voranzukommen, eben auch miteinander abstimmen. Ne? In welche Richtung soll es gehen? Ja? Ja, vielleicht spielt für euch tatsächlich auch ein Umzug eine Rolle, ein Zusammenzug mit einem Gegenüber, ja, eine ja, gemeinsame Lebensreise. Und da bist du sehr geschützt und gesegnet. Deine Lebensreise, ja, darf hier vorankommen. Der Wagen ist auch die schnellste Energie. Vielleicht geht es hier eben auch tatsächlich schneller als gedacht, weil hier jemand doch schon sehr bald auf den Plan tritt und dich dann ja ins Jonglieren bringt. Ho, ja, wie mache ich da weiter? In der Liebe, ja. Da sollte ich mir dann schnell einmal auch meine inneren Themen anschauen. Aber das tust du, ja. So wie es hier aussieht, tust du das auch wunderbar. Ja, und kommst da in klare Entschiedenheit. Ja, weil es dir einfach auch wichtig ist, ne? So wie es aussieht. Ja, welchen Tipp gibt dir die göttliche geistige Welt da noch mit hier aus dem Engel dein Liebe-Orakel? Das ist ein ganzes Paket wieder. Aber gut, ich nehme es jetzt einfach. Ne? Zum einen Leidenschaft. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Ja, ne? Vielleicht kannst du es da auch erstmal gar nicht so richtig fassen, ne? Dass da jemand auf dich zukommt. Auch das kann es sein. Ja, mit dem Fuchs. Ne? Das, als hätte man Trugbilder, ja, kann es gar nicht fassen, dass da so plötzlich und so schnell da jetzt etwas vorankommt. Ja, aber es ist für dich, ja, das ist hier der gerechte Ausgleich, das ist für dich, ja, dass du entweder in Aktivität kommst oder jemand eben auf dich auch zukommt und ja, hier einfach auch alles dann wunderbar läuft. Ne? Ja, Vertrauen. Thema Vertrauen spielt eine wichtige Rolle. Ja, schau es dir an. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Ne? Geduld mit dir selbst, Geduld mit dem anderen, mit dem Kennenlernen, mit den Entwicklungen. Ja? Vielleicht geht es dir auch nicht schnell genug voran. Ja, möchtest du auch schneller vorangehen? Ne? Ja. Natürlich, der Reiter ist auch so ein bisschen unausgegorene Energie. Ne? Ja, geh da einfach auch schlau vor, clever. Ne? Sei einfach auch wirklich dem anderen gegenüber ja, klug und hinsichtlich des gemeinsamen Wachstums. Ne? Es braucht einfach seine Zeit.
Romantische Gefühle, deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Na, da triffst du jemanden, zu dem sich vielleicht eben auch sehr schnell Gefühle entwickeln und der es einfach auch wert ist, ne, genauer hinzuschauen. Ne? Ja, wundervoll. Wo seht ihr das am besten hier? Ich lege es hier rüber. Ja, da wünsche ich euch einen sehr gesegneten Weg durch die Energien. Oh, hier unten am Kartendeck haben wir noch. Gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Ja. Ja, der Wagen, der steht eben auch für Führung, göttliche Führung. Aber Schutz eben auch. Ne? Einen gesegneten Weg durch die Energien. Ja, vielleicht sehen wir dann und hören uns in der fortsetzenden Legung. Wenn nicht, dann ja, hoffentlich hier ganz bald. Gib mir gerne eine Rückmeldung, wie es dir wohl tut. Wie gesagt, schaut auch später noch einmal hinein in die Legung und habt eine sehr gesegnete Zeit und wundervolle Entwicklung. Alles Liebe, eure Tara von Tarot Rainbow.